1922 hat Albert Einstein den Nobelpreis für folgende Formel bekommen und für folgende Erkenntnis, die er in dieser Formel zum Ausdruck brachte. Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat. E ist gleich mc Quadrat. Was heißt diese Formel? Albert Einstein ist bekannt als Ausnahmewissenschaftler. In unserer Zeit vor und auch heute, 100 Jahre später, würde, glaube ich, keiner bestreiten, dass er als Physiker sehr bedeutend war. Und er hat vor allem sich nie davon abbringen lassen, auch wenn er häufig dafür kritisiert wurde, beide Bereiche, die energetische Seite und die materielle Seite, immer gleichzeitig zu bedenken. Und genau das drückt seine Formel aus. Übersetzt heißt nämlich die Formel folgendes. Wenn ich zum Beispiel eine Masse habe, einen Stuhl, und den mal Lichtgeschwindigkeit, sprich in einer Affengeschwindigkeit, einmal durchs Universum jagt, dann passiert mit dem Stuhl folgendes, er wird sich auflösen in Energie. Und das ist es. Energie ist gleich Masse, also Stuhl, mal Lichtgeschwindigkeit im Affenzahn durchs Universum. Wenn ich jetzt mir überlege, wie viel Energie brauche ich, in welcher Geschwindigkeit, um eine Masse zu bewegen, dann komme ich sehr schnell an dieses Feld, was ich jetzt hier mit Materialisation beschreibe. Weil, es muss mir bewusst werden, wie materialisieren Dinge hier auf unserer Erde. Wie funktioniert dieser Prozess? Wir leben in einer materialistischen Welt und trotzdem ist materialistisch nicht nur allein Geld, sondern es bedeutet Energie total verdichtet auf den Punkt gebracht, dass es für mich nicht mehr als Energie allein wahrnehmbar ist, sondern plötzlich begreifbar wird, anfassbar wird, substanziell wird. Also verdichtete Energie, die wir dann als Materie wahrnehmen. Und dieser Prozess, aus diesem Prozess können wir lernen. Das heißt, wir können zum Beispiel ableiten, welche Idee muss ich in welche Form bringen und wie transportieren, dass daraus etwas Begreifbares, Anfassbares wird. Wie kann aus einer Idee ein Produkt werden? Und wenn ich diesen Materialisationsprozess beschreibe und erkenne, dann kann ich Produkte wesentlich leichter und viel schneller entstehen lassen und auch wirklich substanziell entstehen lassen, als wenn es mir, wenn ich es halt einfach irgendwie mache. Materialisation ist auch nochmal ein sich bewusst werden, was ist der Unterschied zwischen Energie und Materie. Und gerade, wie gesagt, in unserer materialistisch geprägten Welt spielt ja das Thema Geld eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich also jetzt zum Beispiel mit einem Kunden etwas bespreche und sage, wir machen ab, du machst wir machen zusammen, ich erfülle für dich einen Auftrag, ich löse für dich ein Problem. Dann sagt der Kunde, ja, ich beauftrage dich, mach das und das und das für mich. So, was ist jetzt? Ist jetzt dadurch der Gewinn in meinem Unternehmen gestiegen? Nein, natürlich nicht. Denn es ist bislang nur ein Versprechen, nur eine Idee, eine Absichtserklärung, wir gehen in diese Richtung und wollen was zusammen machen. Selbst wenn der Kunde mir meinen Auftrag unterschreibt, mein Angebot unterschreibt und sagt, ja, hiermit vereinbaren wir, ist es nur eine etwas konkretisiertere Idee und quasi etwas, was ich an der Hand habe, um eine größere Verbindlichkeit eben auch zu haben zwischen mir und dem Kunden. Wenn der Kunde mir Geld überweist, dann ist es zwar auf meinem Konto, aber es ist noch nicht materiell. Es ist einfach eine Zahl auf einen Kontoauszug gedruckt, also Tinte auf einem Papier, die mir sagt, scheinbar bin ich reich, ich wähne mich reich, aber ich habe im Grunde noch nichts. Ich habe nichts in der Hand, sondern nur einen Schein, wo ich hoffe, dass mir irgendwie eine Bank zum Beispiel das, was hier drauf steht, in einer anderen Form, zum Beispiel in Geldscheinen gibt. Und selbst der Geldschein ist nur ein Schein. Und im Grunde eine Wette, dass jemand anderer mir für diesen Schein etwas anderes anbietet. Und erst wenn mir das gelingt, dass jemand mir einen Packen Milch in die Hand drückt, die ich dann trinken kann, die mich nährt, hat sich diese Idee, wir wollen zusammen ein Geschäft machen, tatsächlich materialisiert. So weit geht dieser Prozess. Das heißt, wir müssen uns in unseren Geschäftsbeziehungen überlegen, wann materialisieren wir. Eine Idee ist nur eine Idee.
Erst dann, wenn ich den Packen Milch in der Hand habe und dafür einen Energieausgleich habe, was Materielles, was ich anfassen kann, erst dann hat sich etwas materialisiert. Und mit dieser Erkenntnis, bin ich sicher, machen wir andere Geschäfte, weil wir viel mehr darauf achten, dass am Ende wirklich Ergebnisse rauskommen. Etwas, was man auch geben kann, was man weitergeben kann und nicht nur Absichtserklärungen und Prognosen und viele Worte, aber wenig Ergebnisse. Man wird sie an ihren Früchten erkennen, heißt es schon im Matthäusevangelium. Und genau das ist es. Ein guter Baum trägt gute Früchte, ein fauler Baum trägt faule Früchte. Aber die Frucht, die ich essen will, die muss auch tatsächlich da sein. Und da reizt mir nichts, wenn irgendwie am Schaufenster steht, ab morgen frische Früchte.